Herzlichen Glückwunsch, Herr Benkal. Sie haben einen Gutschein in Wert von 1000 Euro gesichert für die Finanzierung. Oh. Und wir haben Finanzierung 2020. Sie sind ein Gewinner. Ja. Und wir möchten gerne wissen, was mit dem Hauptpreis befristet, ja? Also was möchten. Und die ersten 15 Hauptpreise, also die erste Preis ist ein Auto, eine Mercedes C-Klasse AMG, oder möchten Sie ein paar 76.000 Euro? Oh. Herr Benkel. Ja. Den Auto bitte, ja? Ja? Okay, der zweite Preis ist auch ein Auto, ein Volkswagen Golf 7 oder im Bar 25.000 Euro. Volkswagen nichts mögen, dann bitte Geld nehmen, ja? Ist das in Ordnung? Okay. Der dritte 10.000, vierte 8 und fünfte Preis ist 4.000 Euro. Das sind die Hauptpreise. Jetzt kommen die Preise 26. Das sind verschiedene Gutscheine in Wert von 1.000 Euro in Form von Rewe, Netto, Amazon, H&M. Medimarkt und Saturn, ja, da kannst du überall den Gutschein auflösen. Oh, ja? Sehr gut. Also je nach der Platzierung, die Sie schon gesichert haben, ja? Herr Benk, haben Sie verstanden? Ja, aber Sie können Sie ein bisschen langsam reden, Sie sehr schnell sprechen. Okay, ist das in Ordnung? Also kurz vor dem Ziehung bekommen Sie, ja. Also kurz vor dem Ziehung bekommen Sie Post von unserem Notar mit einem amtlichen Siegel per Anschreiben. Siege? Mit einem Internet-Link und Ihre Person. Was ein, der ein Ziege bringen? Ha? Amtliche also Ziege? Kurs vor der Umziehung. Ja. Also nochmal, kurz vor der Umziehung bekommen Sie Post von unserem Notar, ja, mit einem amtlichen Ziegel, per Anschreiben, ja, mit einem Internet-Link und Ihre persönliche Passwort, wo Sie alles über die Preise durchschauen können. Da sind auch unsere Kontaktdaten drin, dass wir die von Ihnen angegeben, also das Geschick ist noch der Straße aktuell bei Ihnen, Mariendorfer Damm 179. Ja, das ist mein Adressen. Ja, genau, right. 121 07 bei Berlin. Ja, Berlin. Wo ist Ihre Firma? Sie auch bei Berlin? Also, wir sind von Gewinner.de, wir sind von Braunschweig. Braunschweig? Ja? Ah, ja, okay. Also, kurz vor der Umziehung. Also, wie gesagt, Sie haben schon gewonnen, nur die Platzierung steht noch nicht fest. Entweder bekommen Sie 1000 Euro Gutschein oder eine von der Hauptpreise. Ja. Aber Sie können definitiv nicht mehr ausgehen. Es ist staatlich geprüft und unter notarieller Aufsicht. Haben Sie das verstanden, Herr Becker? Ja, ich sehe Sie gut sprechen, ich gut zuhören. Ich habe verstanden. Okay, sämtliche Kosten, sogar die laut Gesetzgeber angefallenen Steuer, werden für Sie übernommen. Wie Sie wissen, Gewinne über 500 Euro in Deutschland steuerpflichtig. Deswegen bekommen Sie einen Kostenträger. Gesundheit. Sind Sie krank, junger Mann? Sind Sie krank? Ja, ein bisschen. Oh ja, nein. Ja. Danke. Also das in Form von einem Sport- und Zeitschrift anstelle der Steuern. Ja? Pornozeitschrift? Nur für 14 Monate. Okay. Bitte? Ja, Zeitschrift. Ja, Zeitschriften? Ja. Anstelle Steuern, ja. Auch nur für 14 Monate. Die letzten 2 Monate sind gratis. Ist aber ein Jahr kostenpflichtig. Sie bezahlen aber nicht monatlich, nicht wöchentlich, sondern nur zweimal im Jahr. Das heißt für Sie, anstatt Sie 30% ISGs versteuern, zahlen Sie nur zweimal im Jahr für den Sponsor. Somit ist Ihr Gewinn komplett steuer- und gemüffrei. Ach so. Haben Sie das verstanden, Herr Benker? Ja, und dann muss man das den Zeitungen kaufen, aber nichts Geld bei den Merkel geben, right? Genau, okay, ja. Right, yeah, okay. Ja, das ist sehr gut. Weil ich das Merkel nichts mögen. Ich will jetzt keine Geld geben, das Merkel. Genau, ja. Genau, dass Merkel nicht bekommt. Ja, sehr gut. Also, weil die hat das nicht verdienen. Bei Gewinnspiel ist das Problem die Steuern, also 30%, ja? 30%? Ja? Oh mein Gott. Bei Gewinnspiel ist das Problem die Steuern, 30%, 30. 30, ja? Okay. Und ich nicht so viel haben, ich habe nicht 30%, so viel habe ich nicht. Nein, also nochmal, bei Gewinnspiel ist das Problem die Steuern, 30%, ja? Ja. Dass Sie den Steuern nicht bezahlen, bekommt dann Zeichen Sponsor. Sponsoring. Ja? Das ist dann für den Steuerausgleich, no, ja? Oh, right. Haben Sie verstanden? Ja, ich glaube, ich verstehe Sie bei meiner schicken Zeitung und ja, Merkel keine Geld kriegen. Genau, ja. Mögen. Und für den Sponsor bezahlen Sie nur
nur zweimal alle 6 Monate, dann sind sie komplett steuer- und gebührenfrei, ja. Oh. Und sie können sich an Sachen aussuchen, was sie haben möchten, ja. Also wir haben TV, Nachrichten, Politik, Auto, Sport, Frauen, Leistungen und Finanzen, ja. Was möchten Sie haben für Ihr Ja, Sponsor, und Herr Becker, für Ihr wann Sponsor? ist das Gelosung? Wann kann man das Geld kriegen oder der Auto? Wann? Wann? Wann das kommen? Also ich lose nicht in 3 Monaten, genau in 3 Monaten. Also wir haben jeden Monat 20 Preise, 20 Gewinner. Und Ihre ist in der 3 Monaten, also 17.03.2019. Ja, ich muss Aufschreibung eine Minute gucken, da kann ich nichts vergessen, right? Nein, ich sag Ihnen gleich Bescheid. Ja, und ist das dann wie bei Lotto, das bei, bei TV angucken oder was machen? Ha? Also wir sind von gewinner.de, gewinner.de, gewinner.de. Ja, aber du dann bei Fernseh Lotto angucken und Auto gewinnen oder was machen? Das kannst du von Internet nachschauen, Internet nachschauen, ja? Ja, ich bei Seite, aber du hast okay. bei deiner Seite okay. kein Impressum finden. Wo ist Impressum bei Seite? Wir sind von gewinner.de. Ja, ich Seite aufmachen, aber Seite kein Impressum haben. Warum nicht? Bitte? Seit Internetseite, ich aufmachen. Seite hatte kein Impressum. Ja. Das ist nicht ja. in Ordnung. Also die Verlosung wird gemacht in 3 Monaten. Ja, aber bei der Internetseite, da steht nichts, wer ist Manager, wo ist Firma. Das muss auf einer Internetseite draufstehen, right? Also wir sind in Braunschweig. Ja, aber warum steht das nicht? Also die Unterlagen das jetzt steht aber nicht bei Internetseite. Warum das da nichts draufstehen? Das ist nicht in Ordnung. Doch, da steht ja, drauf. Wo denn? Gewinner.de. Ja, und wo kann man dann... Gewinner.de. Ja, ich Seite aufmachen, aber du keine Impressum haben. Warum nicht? Ja. Doch, ist dabei, muss ein Fehler sein, vielleicht, glaube ich. Aber muss da ja, drin sein. Also Gewinner.de. Ja, Seite ist ja okay, aber da keine Impressum stehen. Das ist nicht gut. Da kann Abmahnung kriegen, right? Das muss da aufpassen. Okay, ich muss meinen Kollegen Bescheid sagen, aber davon weiß ich nicht Bescheid. Ja, bitte einmal, okay, bitte so weit, Chef ja? einmal Bescheid ja? sagen und dann kann du, hast du Zeitung mit Motorrad? Nein, wir haben Auto, Motorsport. Motorrad. Motorsport aktuell haben Motorrad. Wir. Nein, nein, Motorrad keine. Motorbike, also, right. Motorsport aktuell und Motorbike, nein, no, sorry, keine Motorbike. Oh, also Auto, Motorsport. Du Moped? Und Motorsport. Hat du Moped? Moped? Nein, nein, no Moped. Also Motorsport aktuell und Motorsport aktuell. Auto, Motorsport haben ja, wir. Ja, das ist nichts gut. Das ist nichts gut. Du Sport haben? Sport nur 3 Stück. Kicker, Auto, Motorsport und Motorsport aktuell. Schon wieder das, aber nichts mit Motorbike, ja? Nein, nein, Motorbike nur, keine. Oh, was ist, also was, haben, also was hast du TV, für gute Zeitung? Was hast du? Hast du gute Zeitung? TV, Computer, Autosport, Finanzen, Lifestyle, Frauenmagazin und Nachrichten. Was mit Computer? Was du haben bei Computer? Hast du mit Webcam? Computerbild. Computerbild haben wir. Nur den einen? Ja, nur deine, mit DVD. Oh, DVD, sehr gut. Wir nehmen, okay? Computerbild mit DVD ja. haben, right? Okay. Okay, oh. wollen Sie bei der Zeitschrift auf der letzten Seite als Gewinner mit Ehrennamen veröffentlicht werden? Oder soll das anonym bleiben, Herr Becker? Nee, nee, dann das Merkel kommen, meine Geld nehmen, nichts reinschreiben. Nein, Sie haben nicht verstanden, also nochmal. Wollen Sie bei der Zeitschrift? Nein. auf der letzten Seite als Gewinner nee, nee. Mit Ehrenname veröffentlicht Nein, werden? Nein, dann kann das... Also nicht öffentlich, ja? Ja, aber das Angela Merkel das lesen und dann kommen und meine Geld nehmen, right? Okay, yes, okay. Bezüglich Ihr Sponsor bekommen Sie ungefähr 8 Tage eine Begrüßungsschreiben, das ist eine Reisegutschein nach Wien. 4 Tage, 2 Personen. Wenn Sie das nicht möchten, können Sie verkaufen oder verschenken. Ja? Was kann ich kaufen? Also bezüglich Sponsor bekommst eine Reisegutschein nach Wien. Wo Wien, ist das? Österreich. Okay, das ist sehr weit. Österreich. Ja. Und wie soll man da hinkommen? Das ist eine Reisegutschein. Das ist ein Geschenk. Ein Reisegutschein. Ja, Flugzeug oder Auto, right? Ja, Flugzeug. Ein Reisegutschein. Wenn Sie das nicht möchten, können Sie verkaufen oder verschenken. Ja, weil das Problem ist ja, das Flughafen bei Berlin, die nichts fertig haben. Da kann ich nichts Auto fliegen, right?
tippe ich Ach in die so, Mitte. das ist ein Geschenk, das ist ein Geschenk, das ist ein Geschenk. Das ist 2 Jahre gültig, Ja, Herr Benkert. okay, und muss Haben Sie und dann verstanden? Hotel auch mit schenken. Ja, Hotel und Fahrt und Frühstück. Frühstück. Ja, 4 Tage, 2 Personen. Das ist ein Geschenk vom Ja, Sponsor, Herr ist Benkert. das. Haben Sie Ja, ich verstanden? weiß, ist der gute Frühstück, ist der gute lecker Frühstück für Hindu-Menschen oder mit Kuhfleisch, right? Ja, ist ganz normales Frühstück, Herr Benker, Oh. ja? Ganz normales Frühstück. Dann muss man, welche Hotel, wie heißt der Name von Okay. Hotel? Da kann ich da fragen. Also das weiß ich nicht. Ich bin hier nur Sachbearbeiter, ja? Ja. Ich muss Unterlagen ausfüllen. Freischalt, es geht alles nach Notar. Ich bin nur der Sachbearbeiter, Herr Benker. Ja, und kann Okay? ich das, wer ist das, Herr Nodar? Kenne ich das, seine Name ist von meinem Nachbar. Ist das hier wohnen, Herr Nodar? So, also ich muss Unterlagen ausfüllen, die Unterlagen von Ihnen ausfüllen, freischalten, es geht alles nach Notar, von Notar bekommen Sie das, Herr Benke. Haben Sie Ja, verstanden? Da steht alles aber drin. Banzer Ja? Nodar, das ist doch meine Nachbar. Was hat der damit zu tun? Nein, 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 nochmal. Die Unterlagen müssen nach Notar schicken, nach Ja, Notar. der heißt Nodar, Ja? Banzer Vom Nodar. Notar bekommen Sie das. Banzer Nodar ist sein Name. Bitte? Sein Name Banzer Nodar. Du sagst, du willst du zu Ich muss Nodar Unterlagen schicken. ausfüllen, da steht drin. Herr Ja, aber du Benker, sagst, du willst zu die Nodar Unterlagen stehen schicken. alles drin. Nodar ist meine Nachbar. Ja. Herr Benker, ich schicke das in unseren Nachbar, in unseren Notar. Von Notar bekommen Sie das. Verstehen Sie mich, Herr Benker? Nicht wirklich. Also das, Also ja. nochmal. Also, okay, wir fangen jetzt an. Ja? Also laut Gesetzgeber muss ein Gewinnbestätigung von Notar drin stehen, wo die Gewinne hinüberwiesen werden sollen. Ja? Mit welcher Bank? Mit Ihrer Vertragsarbeit zusammen, Herr Benker. Bei welcher Bank sind Sie? Du kannst ein bisschen langsamer reden, sehr, sehr schnell reden, schlecht verstehen, okay, bitte? Laut Gesetzgeber muss in Gewinnbestätigung von Notar drin stehen, wo die Gewinne hinüberwiesen werden sollen. Ja? Ja. Die Frage ist, mit welcher Bank Ihre Vertrauensarbeit zusammen? Bei welcher Bank sind Sie? Bank? Herr Benke? Bank? Ja, bei welcher Bank? Postbank? Ja. Postbank, ja? Ist das in Ordnung? Weil meine Frau Okay, Sparkasse haben. kann ich meine Überweisungsnummer haben für den Können Notar, was haben? wo die Gewinne auf Ihr Konto überwiesen mit? Die Überweisungsnummer, IBAN-Nummer, Ivan? wo die Gewinne auf Ihr Konto überwiesen mit? Ja, Herr Benker. Ja, da muss ich bei Wohnung Wo hoch. Gewinne auf. Benchott. Muss bei Wohnung gehen. Ich bin bei Werkstatt Ja, bitte. unten. Muss ich hochlaufen, ja? Ja, Weil okay. ich hab Motorrad-Maintenance haben, ja? Ja, Wenn du okay. mal hast du Motorrad und Motorrad kaputt, dann kannst du bei mir bringen. Ich werde Reparatur machen. Also, Sie haben eine Werkstatt, Ja, ja? Motorradwerkstatt. right. Deswegen wollte ich Heft haben, aber du hatte Okay, keine Motorradheft, ja? was fahren Sie? Nein, Motorrad haben wir nicht. Ja. Aber Sie haben gesagt, Sie möchten ein Computerbild haben. Sie haben gesagt, Sie wollen ein Ja, Computerbild, aber ja? du hast ja kein Heft mit Motorrad, right? Nein, nein, wir haben nur Motorsport aktuell und Automotorsport. Ja, aber ist da kein Motorrad mit drinnen? Nein, nein, keine Motorrad, nur Motorbike. Ja, das Motorbike ist Motorrad. Aber wir haben keine Motorbike, Herr Banker. Ja, okay. Okay? Ja, dann das Computer nehmen. Und kann ich meine IBAN-Nummer Ja, haben, ich das ja? schon. Ich muss Unterlagen ausfüllen, Beruhig dir. Ich das schon. freischalten, ja, wo die Ich Gewinne, das schon ja? hochlaufen. Ich nur Okay, eine Bein ja. haben. Kann nur langsam Ja? gehen, ja? Motorradunfall haben. Kann Okay. nichts gut laufen, right? Hat du Zeit? Ja, ah, okay. Okay, ja. Ja. Oder hat du Magazin für Plastikchirurgie? Das könnte die Beine machen. Nein, haben Auch wir nicht. nicht. Oh Gott, das schlechte Auswahl haben. Warum? Nein. Boah, wir haben gute Auswahl. TV, Computer, Autosport, Finanzen, Lifestyle, Frauenmagazin und Ja, aber Nachrichten. bei das eine hast du drei Zeitungen, bei das andere hast du nur eine Zeitung. Das ist nichts gute Auswahl. Weil ich habe hier 30 Motorräder. Für Also, wir haben. Kinder, für Erwachsene, für alte Menschen. Überall Motorrad. Also, das ist nur unser Sponsor, den haben wir leider Das nicht, Herr Sponsor, Becker, ja? right. Das ist sehr gut. Und dann das Angela Merkel. Das nichts meine Geld nehmen, ja? Okay, genau, ja. Haben Sie Ivan noch dabei, Ivan, Herr Ich Becker? bin bei erster Stock laufen, bei zweiter Stock wohnen, ja? Muss ich weitergehen? Hat du Zeit oder hat du Okay. Stress bei der Arbeit?
Noch eine Minute, one minute, Herr Und Benke. dann? Ja, ich muss die Unterlagen ausfüllen, freischalten. Es geht alles nach Notar. Von Notar bekommen Sie ungefähr 8 bis 10 Werkstagen. Ja, Ja? nur da. Ich muss die IBAN-Nummer reinschreiben, Ja. wo die Gewinne auf Ihr Konto überwiesen wird. Das heißt, es wird von Notar alles kontrolliert. Herr Benke, haben Sie Ja, verstanden? wie heißt das nur da? Was ist sein Name? Herr Benk, haben Sie IBAN-Nummer dabei? Ich muss das Ja, ausfüllen. gerade Tool aufschließen. Gerade Tool aufschließen. Kannst du hören? Und So, jetzt reinlaufen. ja, okay. Jetzt reinlaufen. Das ist Ivan, ja, right? Von Postbank. Okay. Ja? Ja, DE, Ja, ja. ich muss gucken, weil ich habe das bei Ordner liegen. Ich habe das sehr Ordnung machen. Für musst du das ein Konto von Firma oder eigene Konto haben? Nein, von Ihre persönlich, Banker, Ihre Ja, persönlich. das Firma ist auch meine persönlich. Darum fragen, was ist denn besser? Also mir ist egal, haben Sie auch Privatkonto, mir Ist ist denn, egal. Also eine IBAN-Ummer von wenn Ihnen. ich das Zeitung nehmen, kann ich das bei Steuerbüro bringen, sagen hier, das Zeitung habe ich kaufen und dann Steuer wieder kriegen? Oder nix? Nein, den Zeitung bekommen Sie für den Nein, den Sponsor, also den Zeitung bekommen Sie für den Steuerausgleich, Ja, ja? und was? Also Sie werden gewinnen 4, 8, 10, 25 und 76.000 Euro, ja? Ja. Und weil Sie einen Sponsor haben, bezahlen Sie keine Steuer. Ja, und was das? Oder was meinen Ja, und das Zeitung, was das kostet? Wie viel Europa? Computerbild 68. Für. Das bezahlen Sie nur zweimal alle 6 Monate, statt später 10.000 Euro Steuer bezahlen. Haben Sie verstanden, was ich Ja, gesagt und habe? was für ein Jahr? Wie viel kostet denn? Wie viel Europa? 68. Nee, das ist für eine halbe Jahr, Das du bezahlen sagst. Sie nur. Ja, und was ist das mal zwei? Wie viel Euro Ja. gesamt machen? Ja, 68 plus 68, ja. Ja, Das was, bezahlen wie Sie viel ist nur das? zweimal alle 6 Monate. Wie viel ist das? Wie Bitte? viel ist das insgesamt, bitte? Ja, 68 plus Ja, 68. und was ist das dann? Also nochmal, das bezahlen Sie zweimal 68 Euro alle 6 Monate. Ja, aber was ist das 68 plus 68? Was ist denn Ergebnis? Hast du 136. jetzt Handy zur Taschenrechnung rausholen? Oder hast du bei Kopfrechnen, right? Herr Benker, also nochmal, 68 plus 68, das bedeutet alle 6 Monate, also nur zweimal, dass Sie keine Steuer bezahlen, Herr Ja, Benker. und muss man dann eine Kündigung machen bei 6 Monaten oder bei 12, 13 Monaten? Bei 14 Monate laufen, ja? Nein, den Schalter bekommen Sie 14 Monate. Ja? Die letzten Monate sind gratis, aber Sie bezahlen nur zweimal, also eins, zwei. Ja, Also nur aber zweimal alle 6 Monate. muss ich dann anrufen und eine Kündigung machen? Vor 3 Monate. Vor 3 Monaten, nach 3 Monaten oder bei 3 Monaten Ja. oder darüber? Vor 3 Monate. Also nach 9 Monaten oder nach Also drei ungefähr Monaten? nach 9 Monaten. No. Okay, was muss er aufschreiben? Bitte? Bei welches Datum muss man Kündigung bringen? Ich aufschreiben. Den Zahlschrift bekommt ungefähr einen Monat, nach einem Monat, ja? Ja, und wann? Und nach 9 Monaten kannst du Ja, kündigen. wann ist denn, wann muss ich Kündigung machen? Welcher Tag? Welcher Datum? Welcher Monat? Welcher Jahr? Also 2019, ja? Aber welcher Monat? Wenn Sie den Zahlschrift haben, ja, vor 3 Monaten, also nach 9 Monaten. Ja, nach 9 Monaten. 9 Monaten. Ja, aber du hast gesagt, kommt in einem Ja. Monat. Jetzt bei 9 Monaten kommen. Wann kommen Zeitung? Erst einmal. Nein. Die Oh Gott. erstmal kommt. Ach so, die Zeitschrift. Ja, wann kommt erst Ach einmal? so, okay. Ich dachte, das kommt ungefähr 3 Wochen. 3 Wochen. Also bei Januar, right? Und Ja. wann letzte Mal kommen? Letztes Zeitung bringen? 14 Monate. Ja, 12 wann? Monate und 2 Monate Ja, gratis. aber wann dann bringen? Wann letzte bringen? 14 Monate, Ja, wa Herr ja. Benke. Haben Sie IBAN-Nummer dabei? Ich muss das Ja, kannst du ausfüllen. mir nichts Frage Herr geantworten? Was ist Benke. das Problem? Hast du bei Schule nichts rechnen lernen? Herr Benke, habe ich doch gesagt.
Die Tasche bekommt ungefähr drei Ja, Monate, drei Wochen. ich sag Januar. Dann frage ich, wann kommt letzte? Du sagst bei 14 Monaten. Ich frage, wann ist das? Und du sagst bei 14 Monaten. Und ich denke, da bin ich schon. Du, verstehst du den Frage? Also die erste bekommen sie Januar, Ja, und ja? das letzte? Und das bekommen sie 14 Mal, 14 Mal. Ja, Bitte? und wann ist denn letzte? Ich kann auf Deutsch nicht Drake nennen. Ich das nie lernen. Das ist 2020, März. In März, right. Gut. März. In März, Ja. ja, das ist sehr gut. Ja. Ja, right. Und haben Sie IBAN-Nummer dabei, Herr Benker? IBAN-Nummer. Ivan? So heißt meine Nachbar. Ja. Möchtest du mit Ivan reden? Hallo? Herr Benker, willst du mir verscheißen oder Ja, was? natürlich, du bist scheiß Wurde gegeben auf die Konto überwiesen, Herr Du bist Benker? scheiß Telefonbetrüger. Ich hab dir 20 Minuten von deiner Zeit gestohlen. Wie fühlt sich das an, wenn man nicht mal Grundrechenarten kann und Menschen am Telefon betrügt? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, dieser Typ ist ja sowas von dämlich. Ich muss erstmal sein Handy rausholen, dass er, was war das, 63 und 63 zusammenrechnen kann. Und mit 14 Monaten von Januar auf addieren war er auch schwer überfordert. Zumal es ja, da hatte ich auch schon mal ein Video drüber gemacht, erwiesenermaßen gelogen ist, dass auf Gewinne dieser Art überhaupt eine Steuer anfällt. Dann haben wir das Portal Gewinner.de, von dem dieser junge Mensch behauptet zu sein, auf dem keinerlei Impressum, keine Umsatzsteuer-ID oder sonst irgendwas ist. Da werde ich mal die entsprechenden Behörden darauf aufmerksam machen im Zusammenhang mit diesem Video, in der Hoffnung, dass diese Leute dann mit anderen in einer Linie eine schöne Strafe dafür bekommen, was die machen. Ja, der Titel dieses Videos, ich habe da schon was Schönes, ihr werdet es lesen. Schön. Genau wegen solchen Leuten mache ich das. Ich hoffe, es hat euch gefallen, meine Freunde. Wir hören uns beim nächsten Anruf.